Ein Teelöffel mit Löchern. Nein, das ist kein Scherz, sondern ein Utensil, das Sie unbedingt brauchen, wenn Sie eine in Frankreich legendäre Spirituose trinken wollen, den Absinth. Für das Ritual benötigen Sie außerdem ein schönes Glas mit einer Markierung oder einer Wölbung für die richtige Dosis Absinth, ein Stück Zucker und einen Tischbrunnen mit winzigen Wasserhähnen. Und natürlich brauchen Sie Absinth. Hier ist er. Er ist grün. Daher sein Spitzname Grüne Fee. Die Grüne Fee enthält Artemisia absinthium, also Wermut, pontischen Beifuß, Sternanis, Fenchel, Hysop, Zitronenmelisse und viel Alkohol. Zwischen 45% und 72%. Legen Sie den Löffel auf das Glas, den Zucker auf den Löffel, öffnen Sie den Wasserhahn und schauen Sie. Die Wassertropfen bringen den Zucker langsam zum Schmelzen und füllen das Glas nach und nach mit milchigen Spiralen, die Sie nun in aller Ruhe betrachten können, während ich Ihnen die bewegte Geschichte dieses kuriosen Getränks erzähle. Sie beginnt im Dörfchen Cuvée im Schweizer Kanton Neuchâtel. 1798 gründet dort ein gewisser Major Dubier die erste Absinthbrennerei, die Firma Dubier Père et Fils. Ein paar Jahre später macht sein Schwiegersohn eine eigene Destillerie auf, nur einige Kilometer entfernt im französischen Pontarlier. In den folgenden Jahren ist Absinth eine regionale Spezialität und wäre es wohl auch geblieben, hätte Frankreich nicht Algerien kolonialisiert. Denn die französischen Soldaten, die man 1830 nach Nordafrika schickt, bekommen alle eine Ration Absinth zugeteilt, um damit ihr Trinkwasser zu sterilisieren. Wer hätte es gedacht? Den Soldaten schmeckt das Zeug so gut, dass sie es nach ihrer Rückkehr in den Pariser Cafés verlangen. Die Bürgerschicht folgt begeistert der neuen Mode, die diese schnittigen Helden in Uniform einführen, und sogar die Frauen trinken mit. Bald trinkt man in Frankreich fast nur noch Absinth zum Aperitif. Das liegt auch daran, dass die Winzer Mitte des 19. Jahrhunderts eine Katastrophe erleben. Der Mehltau und die Reblaus, eine Pilzkrankheit und ein Schädling, vernichten praktisch alle Weinreben. Der französische Weinbau erholt sich erst Jahrzehnte später davon. Das hat zur Folge, dass die Weinpreise steigen. Der Absinth gewinnt das Rennen. Die Bürgerschicht findet Absinth exotisch. Für die Arbeiter ist er erschwinglich und die Künstler trinken ihn, weil er angeblich die Inspiration beflügelt. Wodurch? Durch ein Molekül, Thujon genannt, das im Wermutkraut enthalten ist. Hochdosiert verursacht Thujon epileptische Anfälle und Halluzinationen. Degas, Manet, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Musset, sie alle beschreiben, malen und trinken Absinth. Toulouse-Lautrec transportiert ihn in einem hohlen Spazierstock. Musset schwänzt seine Sitzungen in der Académie Française. Van Gogh schneidet sich das Ohr nach einem Saufgelage mit Gauguin ab. Verlaine stirbt nach langem Siechtum. Der Absinth bekommt einen zweifelhaften Ruf. Er steht für Bohème und künstlerische Inspiration, aber auch für Wahnsinn, Mord, ja Selbstmord. Der Staat, die katholische Kirche und die Mediziner schlagen bald Alarm. Sie erfinden sogar einen Begriff, den Absinthismus für das neue Übel, das sie für noch gravierender halten als den einfachen Alkoholismus. 1906 sammelt eine Petition gegen den Absinth 400.000 Unterschriften. Der Text nimmt kein Blatt vor den Mund. Absinth macht verrückt und kriminell, führt zu Epilepsie und Tuberkulose und tötet jedes Jahr Tausende von Franzosen. Er macht aus dem Mann ein wildes Tier, aus der Frau eine Märtyrerin, aus dem Kind eine Missgeburt. Er zerstört und ruiniert Familien und bedroht die Zukunft des Landes. Die Kampagne mit dem Slogan »Alle für den Wein, gegen Absinth« wird, wie könnte es auch anders sein, von der Weinlobby unterstützt. 1915 wird der Absinth schließlich verboten. Eine direkte Folge dieses Verbots: es werden neue Spirituosen erfunden. Auch sie mit Anisgeschmack, aber ohne das verbotene Thujon. Anis Pernod, Pastis de Marseille, um nur einige zu nennen. Und der Absinth? Der wird fast ein ganzes Jahrhundert lang in aller Illegalität, vor allem in seiner Ursprungsregion, weiterhergestellt, bevor er in Frankreich im Jahre 2011 endlich wieder rehabilitiert wird. Tja! In der Zwischenzeit hat man nämlich herausgefunden, dass es nicht das gar nicht so hoch dosierte Thujon war, das verrückt und gewalttätig machte,
sondern die Tatsache, dass Absinth oft mit minderwertigem, also besonders giftigem Alkohol hergestellt wurde. Vor allem aber tranken die Leute einfach zu viel davon. So simpel ist das.